Hallo, ich begrüße euch zu Rund um Fit. Heute wollen wir mit einem Handtuch arbeiten und wir beginnen erst einmal auf der Stelle locker zu gehen. Schön locker. Sehr gut, schön den Fuß anheben und abrollen die Ferse. Unternehmen, die Schultern, kleine Kreise nach hinten machen und einmal die Richtung wechseln. Sehr gut, nach oben greifen, einmal locker greifen nach oben. Super. Und beide Arme kräftig ausschütteln. Dann nehmt ihr euch wieder euer Handtuch und haltet es schulterweit nach vorne, direkt nach vorne und fangt an, auf der Stelle kleine Schritte zu laufen. Schön kräftig auf der Stelle kleine Schritte und laufen. Prima. Schön kleine Schritte, zieh dein Handtuch auseinander, halte deine Spannung. Noch ein bisschen, komm. Und noch zwei, eine nur noch und löse. Schön die Arme hin und her schaukeln lassen, von links nach rechts. Die Schultern lockern dabei. Sehr gut. Wir nehmen das Handtuch und halten es weiterhin so, nur jetzt über dem Kopf. Die Arme müssen nicht komplett gestreckt sein, aber bitte über deinen Kopf. Kontrollier dich, schau einmal nach oben und locker wieder auf der Stelle gehen. Auf der Stelle. Schön locker. Die Füße abrollen. Kleine Schritte. Halte dein Handtuch, halte die Spannung. Halten. Sehr gut. Und noch ein bisschen. Halten. Und dann langsam herunternehmen. Wieder die Arme schneller. Vor dem Körper. Hin und her. Hin und her. Sehr gut. Jetzt drehst du dein Handtuch. Und zwar so, als wenn du es ausbringen möchtest. Ja, richtig schön gedreht. Auch jetzt wieder ungefähr schulterweit oder schulterschmal. Vorne halten. Und jetzt ist mehr Spannung, mehr Druck auf deinem Handtuch. Halte kräftig. Greife richtig zu. Ganz feste greifen. Und auf der Stelle. Kleine Schritte, so wie eben. Genau. Prima. Komm, versuch ein bisschen durchzuhalten. Kleine Schritte, laufen, auf die Stelle. Nur noch drei, zwei, eins und lösen. Schön lockern die Arme hin und her schwingen. Hin und her schwingen. Sehr gut. Aufgepasst, das Tuch noch weiter drehen. Noch weiter drehen, sodass ihr jetzt etwas weiter greift auch. Die Arme sind weiter auseinander. Spannung halten. Ja, gut die Spannung halten. Die Arme sind ein bisschen gebeugt, nicht ganz gestreckt. Und so haltet ihr es. Erst einmal. Und dann geht es nach unten, nach vorne. Ganz langsam diese Bewegung. Ja, bitte nicht zu schnell. Weiter auf der Stelle laufen. Immer nur nach vorne und bis an die Beine ran. Vor und tief. Vor und tief. Macht die Bewegung langsam. Ja, das ist schön intensiv. Immer noch kleine Schritte auf der Stelle.
dir eine 8. Eine liegende 8. Schön locker in der Hüfte mitgehen. Ganzer Fuß ist am Boden. Wechsel einmal die Seite mit der Hand. Die andere Hand macht jetzt die 8. Sehr schön. Dann fangen wir an, Kreise zu machen. Die Beine sind minimal gebeugt. Kreise machen und die Richtung wechseln. Wunderbar. Noch ein paar Kreise. Und dann stopp. Prima. Du nimmst dein Tuch und legst es um ein Bein herum. Such dir eins aus, vielleicht nimmst du das rechte als erstes und du hältst die Enden. Ja? Du hältst die Enden von deinem Tuch und du hältst hier gegen. Dein anderes Bein, was jetzt ohne Tuch ist, das geht jetzt, du stehst in Schrittstellung, nach hinten. Und hier kräftig hochziehen. Hoch, hoch. Halte deine Hand stramm dabei. Schultern tief, Kinn leicht nach vorne, Brustbein nach vorne schieben und hoch, 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 hoch. Dein ganzer Oberkörper ist in Spannung und arbeitet kräftig mit. Hoch, hoch, hoch. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Ausschütteln, ausschütteln, einmal das Bein wechseln, dein anderes Bein ist dran, schön mittig vom Oberschenkel, kleine Schrittstellung, kräftig gegenhalten, Schultern tief und es geht wieder los. Ja, schön das Bein nach hinten ziehen, hoch, hoch, hoch. Immer wieder den ganzen Fuß absetzen. Nicht nur deine Fußspitze und hoch, hoch. Kräftige Tanken ziehen, halte dagegen. Brustbein vor, Schultern sind tief und kräftig. 5, 4, 3, 2, 1 und ein letzter. Ausschütteln, ausschütteln. Sehr gut, ich hoffe, es geht dir gut. Gerne auch mal die Hände dazwischen locker. Sehr gut. Du nimmst das Handtuch und wickelst es mal um deine Hand herum. Du hältst es richtig kräftig fest und deine Handfläche zeigt Richtung Decke. Du stellst dich leicht in die Grätsche, Füße zeigen nach außen, schön die Schultern runter. Sehr gut. Halten. Und jetzt greifst du richtig fest zu. Greife. Ja. Nochmal greife, festhalten. Und jetzt schiebst du deine Hand, ich mache es ganz langsam vor, nach vorne und drehst sie und kommst wieder hoch. Drehen und wieder hoch. Drehen. Und drehen. Und drehen. Und drehen. Wenn das zu einfach geht, dann rückst du weiter mit den Beinen erst einmal zusammen. Dann musst du noch mehr den Po nach hinten schieben. Ja, oder etwas weiter. Such deine Position vor, vor, vor. Kräftig. Greife das Handtuch so fest du kannst. Vor, vor, vor. Sehr schön. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel und gleich los geht's. Los und kräftig. Probier für dich aus, ob du besser damit klarkommst, wenn deine Beine etwas dichter zusammenstehen oder etwas weiter. Und vor. Mit Schwung. Greif dein Handtuch so fest du kannst. Ja, noch 5, 4, 3, 2, 1 und auf.
Sehr gut. Einmal Faust machen und die Faust nach vorne schieben. Ellbogen geht hinter den Körper. Schön laufen. Sehr gut. Mach mit, komm. Prima. Dann nimmst du dein Handtuch einmal hinter dir und fällst es hier unten an. Die Daumen zeigen zueinander. Ja? Auch hier zeigt der Daumen nach unten. Schön festhalten. Festhalten. Locker stehen, aber nicht ganz durchgedrückt. Und ziehen. Das Tuch ist etwas entfernt von deinem Körper, also nicht an deinem Körper, sondern ist ein bisschen dahinter. Und ziehen. Ziehen. Achte auch auf deinen oberen Ellbogen, dass der nicht nach vorne geht, dass er schön außen ist. Und ziehen. Kräftig ziehen. 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 Noch ein bisschen. Noch drei. 2, 1. Lege dein Handtuch ab, schüttel einmal kurz auf und greife noch einmal zu. Auch jetzt wieder dran denken, die Daumen zeigen zueinander. Hast du dein Tuch? Etwas vom Körper weg und ziehen. Ziehen und halten. Ziehen und halten. Kräftig. Der obere Ellbogen ist nach außen weg. Kräftig ziehen, Schultern sind unten. Nur noch 3, 2, 1 und langsam lösen. Sehr gut. Schön die Arme einmal ausschütteln. Du kannst dein Handtuch nehmen, dich ein bisschen frisch machen. Gerne natürlich immer einen Schluck dazwischen trinken. Sehr gut. Dann nimmst du dein Tuch hinter deinen Körper. Und zwar am Po-Ansatz. Nicht direkt über dem Po, sondern ein knapp darunter. Und du tust jetzt so, als wenn du dich auf eine Schaukel setzt. Auf eine Schaukel setzen. Achte darauf, dass du jetzt nicht hier vorne runterkippst, sondern aufrecht. Und du ziehst die Schultern runter. Brustbein vor. Kräftig. Kräftig. Schön stehen und halten. Zieh das Handtuch gegen deine Beine. Kräftig. Schultern tief. Noch ein bisschen halten. Nur noch 3, 2, 1. Und langsam. Schön lockern. Schön lockern. Sehr gut. Prima. Geht's dir gut? Wunderbar. Dann nimmst du einmal das Handtuch vor dir. Ja? Und du greifst einmal oben und einmal unten. Ja? Beide Daumen zeigen nach oben. Und du machst erst einmal nur diese schräge Bewegung. Schön nach oben und hoch. Und hoch. Richtig schön hoch. Und hoch. Sehr gut. Noch ein paar Mal. Und dann einmal kurz die Seite wechseln. Hoch. Hoch. Schön das Handtuch auf Spannung halten. Hoch. 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 Ja? Dann greifst du wieder zueinander. Deine Daumen zeigen zueinander. Und du fängst an zu rudern. Einmal linke Seite, rechte. Linke Seite, rechte. Linke Seite, rechte Seite. Schön am Körper vorbei. Ja, wie ein Paddel einstechen, am Körper vorbeiziehen und kräftig. Kräftig. Komm, mach mit. Die Beine nicht ganz durchstrecken, wenn du wieder hochkommst. Und kräftig. Die letzten 5, 4, 3, 2 nur noch. Der letzte. Und locker. Sehr
und legst es an deinen Hinterkopf. Ja? Hier oben locker an den Hinterkopf. Beine wieder geöffnet. Schön. Die Arme nach vorne. Du hältst das Tuch und drückst deinen Kopf sanft dagegen. Achte auf deine Schultern. Runter mit den Schultern. Sanft nach hinten drücken, Kinn anheben und weiter atmen. Nicht die Luft anhalten. Noch ein kleines bisschen Gegendruck und langsam lösen. Super, sehr schön. Ausschütteln, die Arme ausschütteln. Und dann wollen wir uns ein bisschen lockern. Ja? Leg das Handtuch beiseite, fange an, deine Arme auszuschütteln. Ganz wichtig, wenn du Übungen gemacht hast, deine Muskulatur genutzt hast, dann muss sie auch anschließend mit einer Lockerung belohnt werden. Also fang erstmal an, die Arme schön auszuschütteln. Ja? Dann fängst du an, deine Schultern zu schütteln. Kräftig, lass die Arme dabei hängen. Schön schütteln. Kräftig. Kräftig schütteln. Dann fängst du an, ein bisschen zu zappeln. Die Beine auszuschütteln. Kräftig. Noch ist der ganze Fuß am Boden. Schön kräftig, die Oberschenkel werden geschüttelt. Super. Und dann kickst du sie aus die Füße. So als wenn du deinen Schuh abwerfen möchtest, loswerden möchtest. Schön den Fuß einmal links und rechts, diagonal, deine Arme um den Körper, locker herum. Dann einmal die Schultern locker zucken. Schön die Schultern zucken, rechts, links im Wechsel. Beide Schultern kreisen nach hinten, jetzt mit Ellenbogen. Und einmal kreisen, die Richtung wechseln, mit Ellenbogen jetzt wieder. Sehr schön. Ja. Die Arme nach oben nehmen, nach oben strecken, streck dich zur Decke, mach deinen Rücken einmal lang und halte einmal beide Arme oben, mach dich schön lang, die Beine sind locker dabei, nicht durchgedrückt, schön locker, zieh deinen Rücken lang und dann lässt du deine Arme nach vorne runter. Ein bisschen fallen und wieder hoch, runter und hoch. So zwei, drei Mal. Sehr schön. Die Arme nochmal ausschütteln, die Hände hinter den Körper greifen. Einmal nach unten ziehen, mach deine Arme schön lang, zieh deine Schulterblätter zusammen und achte wieder auf deine Beine, dass sie nicht ganz durchgedrückt locker stehen. Den Kopf nimmst du jetzt sanft runter. Schau Richtung Brust. Schön die Hände tief ziehen. Schultern tief. Noch mehr den Kopf runternehmen. Schau zu deinen Füßen. Der Kopf bleibt unten. Und du löst langsam die Arme. Schön den Kopf noch ein wenig unten behalten. Und dann hebst du deinen Kopf und drehst ihn einmal zu deiner rechten Seite. Schau ein wenig nach hinten, versuche dein Kinn nicht zu senken dabei. Und langsam wieder in die Mitte und einmal zur anderen Seite. Schön sanft halten,
Beine sind locker. Wieder zur Mitte gehen. Lockern, Arme aufschütteln, die Hände ausschütteln. Super, du hast es geschafft. Das war heute rundum fit mit Astrid, mit Handtuch. Ich hoffe, es hat dir Spaß gebracht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.